Oh, ich sehe das Kabel nicht. Was passiert wohl? Flashbang. Okay, Leute, bitte einmal die Hände nach oben, wenn ihr mir dabei vertrauen würdet, eine Bombe an eurem Körper zu entschärfen. Ich sehe irgendwie keine Hände. Denkt ihr alle, ich krieg das nicht hin? Ich habe das studiert, okay? Also noch nicht, aber wenn ich damit fertig bin, kann ich das. Ein paar Hinweise, bevor es jetzt losgeht. Hier unten steht, das ist keine richtige Universität, sondern nur ein Spiel. Alles klar, die Elektronik in diesem Spiel ist sehr stark übersimplifiziert, damit man das spielen kann. Und wenn man wirklich einen Hintergrund in Electrical Engineering, also Elektrotechnik hat, dann soll man nicht zu weit denken, ansonsten macht das nämlich keinen Sinn. Vielen Dank fürs Spielen des Spieles, immer gerne. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Bomb Squad Academy, wo wir lernen, wie man Bomben schärft. Das Ganze funktioniert anscheinend mit elektronischen Bauteilen, die irgendwie auf bestimmte Art und Weise verschaltet sind. Und je nachdem, wo ich dann Strom durchleite, geht das Ding hoch oder halt auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie komplex das schlussendlich noch wird. Wir gucken einfach mal. Wir entschärfen Bomben. Und wenn ich falsch klicke, dann, wie gesagt, macht's halt bumm. Ist nicht so geil. Willkommen zur Akademie. Okay, es geht direkt los mit den Basics der Elektronik. Und diese gechillte Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Strom fließt von Schaltkreis zu Schaltkreis wie Wasser. Ich komme mir vor, als studiere ich wieder Elektrotechnik. Das waren andere Zeiten, über die ich jetzt nicht reden will. Batterien sind Stromquellen, das ist klar. Und die leiten immer Strom an alles, was an ihnen angeschlossen ist. Ich nehme an, das hier ist dann ein Schalter und dann ist hier ein Buzzer. Das heißt, der Schalter unterbricht das, weil er steht gerade auf Aus, nicht auf An. Und wenn ich das dann durchverbinde, dann macht der Buzzer Geräusche. Denke ich einfach mal. Genau, Schalter kontrollieren den Stromfluss. Und der verhindert gerade, dass der Strom zum Buzzer kommen kann. Alles klar, wenn ich das jetzt mache, dann macht das ein Geräusche. Ist ein sehr nerviges Geräusch, aber es ist ein Geräusch. Okay, cool. Das heißt, das sind die absoluten Basics. Wir haben nur eine Batterie, einen Knopf und einen Buzzer. Alles klar. Sind das andere Schaltersorten? Ich denke schon. LEDs sind kleine Lichter, die sich anschalten, wenn Strom durch sie durchfließt. Das wissen wir alle. Aber ne, das Spiel muss ja alle Leute irgendwie abholen. Deswegen gehen wir einfach mal hier durch. Genau, und dann kann ich auch schnell sehen, ob da jetzt Strom durchfließt oder nicht. Man kann das in den Optionen auch ausschalten, dass man nicht sieht, ob Strom fließt, aber ich will es jetzt nicht zu hardcore machen. Ich habe das noch nie vorher gespielt. Wir machen das jetzt mal so. Okay, schau mal, ob du alle LEDs anbekommst. Ja, das ist ja richtig schwer. Das, wow. Puh. Das, boah. Und ich habe gedacht, das hier wäre ein anderer Schalter, weil SWB ist nicht wie SWA, aber das heißt einfach nur Switch A, Switch B, Switch C, E und D. Die sind einfach durchnummeriert oder halt mit Zahlen angeschrieben. Okay, langsam kommst du klar. Ja, langsam wird es aber auch komplexer, ne? Das ist nicht gut. Oh Gott, was ist das? Sieht gefährlich aus. Okay, das ist ein Detonationscontroller, auch bekannt als Zünder. Ich muss das Ding entschärfen, bevor der Timer ausläuft. Alles klar. Keine Sorge, ich habe sehr viel Zeit. Das heißt, wir gucken mal, ob ich das hinbekomme. 4 Pins. Okay, das hier ist Strom. A und B zusammen ist Entschärfen. Und das hier ist Bumm. Alles klar. Okay, also wenn ich das hier auf Detonieren leite, den Strom, dann geht die Bombe sofort hoch. Okay, A und B müssen mit Strom versorgt werden, um das Ding zu entschärfen. Ich könnte auch komplett den Strom kappen, das geht aber nicht, weil es mit der Batterie fest angeschlossen ist und ich das nicht unterbrechen kann. Alles klar. Versuch die Bombe zu entschärfen. Schöne Falle, Spiel. Das Ding war auf An, standardmäßig. Sehr schöne Falle. Haha, sehr witzig. Ahahaha. So, das war's. Wow. Wie schwer. In Filmen sind sie dann immer damit beschäftigt, irgendwelche Kabel durchzuschneiden und schaffen sie in der letzten Sekunde. Ich habe noch knapp 4 Minuten übrig. Ich bin einfach so unglaublich gut. Du bist nicht in die Falle gegangen. Wir alle überleben das. Ja, stell dir vor, du studierst das. Bist du im Bomb Squad Academy. Da bist du wirklich irgendwie da. Und du kümmerst dich darum. Und dann kommen so ein bisschen, ja, hier sind die Basics der Elektronik. Hier ist eine echte Bombe, 5 Minuten, evakuiert das Gebäude, der Prüfling ist jetzt dran. Irgendwie sowas. Alles klar. Das hier ist mein erster richtiger Test. Viel Erfolg. Das hier ist kein Spielzeug. Ist wirklich gefährlich. Okay. A ist schon mal mit Strom versorgt. B ist mit Strom versorgt. Alles klar. Ah. Hätte ich das jetzt hier gemacht,
wäre Strom auf den Detonate-Pin gegangen und es wäre in die Luft gegangen. Ich habe ja unten jetzt direkt den Stromfluss unterbrochen. Das Ding hat keine Stromversorgung mehr. Eigentlich wäre es ja clever, irgendwie einen Zünder zu designen, der das so macht, dass wenn kein Strom da ist, dass er das Ding in die Luft jagt, irgendwie. Aber nee, geht dem Zünder hier der Strom aus, habe ich gewonnen. Das ging jetzt nicht mit diesen Pins hier, weil dann hätte ich es auf Detonieren auch geleitet. Nein, ich musste jetzt einfach den Strom wegnehmen. Alles klar, ich habe meine erste Bombe entschärft. Ich bin der Beste. Okay, die zweite Herausforderung, viel Glück. Hier steht beeil dich. A, B und C. Okay. Okay. Dann, warum auch immer das hier geht. Alles klar. Dann das aus, das an. Es ist bis jetzt nicht so wirklich schwer. Muss man halt wirklich mal sagen. Großartige Arbeit, du hast alle Schalter richtig umgelegt. Ich weiß, ich bin so gut. Das war großartig, versuch's mal mit der hier. Ja, okay, Bro. Ja, okay. Okay, wobei, das ist jetzt nicht so wirklich schwer. Das ist jetzt wieder eine schöne Falle spielen. Muss ich sagen. Sehr schöne Falle, aber mich kriegst du nicht. Sobald der Schalter hier auf rot ist und es geht in Richtung Detonate, dann lege ich ihn um, denn ansonsten gehen wir alle in die Luft. Großartige Arbeit, du bist heute ein Held. Ich bin einfach gut. Manchmal bekommst du auch Boards mit Kabeln. Jetzt wird's ein bisschen komplexer, richtig? Jetzt wird's ein bisschen komplexer. Kabel funktionieren genau wie Leiterbahnen. Da fließt das da einfach durch, aber ich kann es halt nicht aktiv sehen. Ich muss dann gucken, wie das durchverbunden ist. Ich kann sie aber durchschneiden. Nice. Mach alle vier LEDs aus. Schwer. Okay. Und denk dran, nur weil du es durchschneiden kannst, heißt das nicht, dass du es auch durchschneiden solltest. Weil ich kann das nicht rückgängig machen. Das heißt, wenn ich einmal ein Kabel durchgeschnitten habe, dann ist es durch. Vielleicht macht das dann irgendwie, oder führt dazu, dass die Bombe in die Luft geht. Okay, wir fangen mal ganz langsam an. Schau mal, ob du diese Bombe hier entschärfen kannst. Es ist A plus B. Ist nicht so schwer. Ja, das ist lustig. Wenn ich den jetzt hier, ich habe ein bisschen Zeit zum Reden, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Wenn ich das jetzt hier anschalte, geht's durch dieses Kabel nach hier auf Detonate. Soll ich einfach mal eine Bombe in die Luft gehen lassen, einfach zum gucken, was passiert? Oh, ich sehe das Kabel nicht. Was passiert wohl? Flashbang. Throwing Flashbang. Du hast es nicht geschafft, die Bombe zu entschärfen. Yo, RIP. RIP. Okay, cool. Schwer. Eine Sekunde. Okay. Du hast die Dinge in der korrekten Reihenfolge gemacht. Dafür bin ich bekannt. Wie wär's denn mit diesem Kabelsalat hier? Jo. Einfach das eine durchgeschnitten, was die Verbindung zu Detonate herstellt. Dann kannst du alle Schalter umlegen, wie es dir passt. Das funktioniert. Okay. Und das ist jetzt auch battery-powered. Das heißt, hier ist keine direkte Verbindung mehr hier rein, wo dann irgendwie dich den Strom ausmachen könnte. Die Batterie ist jetzt im Zünder integriert. Das heißt, die Dinger werden immer komplexer. Okay, noch ein Schaltkreis mit sehr vielen Kabeln. Sei vorsichtig. Okay, Detonate geht nach hier. Das mache ich mal weg. Ich glaube, sonst gibt es nichts, was auf Detonate kommen kann. Ziemlich sicher. Ja, ja. Ich glaube, es ist am besten, wenn du nicht nach ABC vorgehst und einfach guckst, aha, ich brauche ABC, um zu entschärfen. Und dann verfolgst du die Detonate-Leiterbahn, guckst, wo die rauskommt und unterbrichst irgendwie die Verbindung. Ich glaube, das ist wirklich der bessere Weg. Weil hätte ich das jetzt nach A, B und C gemacht, hätte ich mich wahrscheinlich aus Versehen in die Luft gesprengt. Aber wenn du erst von Detonate, quasi wenn du es rückwärts machst, von Detonate aus, ist, glaube ich, bis jetzt alles gut. Ich weiß nicht, wann sich das noch ändert, aber das ist bis jetzt, das ist ziemlich cool. Das war die erste Sektion des Spieles. Jetzt kommen Logikgatter. Oh Gott. Endgate, OrGate, NOR, XOR. Das wird gut. Ja, hier ist XOR. Das wird gut. Okay, das waren die Basics. Ich würde sagen, wir machen weiter. Das ist bis jetzt, wie gesagt, ziemlich nice. Ah, guck mal, hier ist unser erstes Logikgatter. Okay, diese rote Komponente ist ein AND Gate. Ist das AMD-Logo mit dem Pfeil umgekehrt? Das Endgatter. Die Klagen lassen nur auf sich warten. Alles klar, das ist ziemlich clever Spiel, muss ich sagen, ziemlich clever.
Okay, da kommt nur Strom durch, wenn beide Inputs Strom anliegen haben, ne? And, also das eine und das andere. 1 und 1 gibt hinten 1, eine 1 und eine 0 gibt eine 0 und eine 0 und eine 1 gibt eine 0. So funktioniert das. Musste ich mal studieren. Musste ich mal auswendig lernen. Ist aber auch nicht so schwer. Okay, versuch es selbst. Das hier und das hier. Und jetzt macht's halt Krach. Cool. Großartig, du bist bereit, einige Arbeit zu verrichten. Ist das so? Guck mal, wie gut du das verstehst. Entschärf die Bombe. Das cheeky Endgate hier. So. Ne? Ansonsten hätte ich uns jetzt in die Luft gejagt, hätte ich das hier unten gepowert gelassen, weil dann wird es hier zu Detonate fließen. Unterbrechen kann ich den Strom nicht. Das heißt, wir machen einfach so, dann ist hier auch zweimal Strom, dann fließt es dahin und wir haben das Ding entschärft. Großartig, du hast verhindert, dass der Detonate-Pin ausgelöst wird. Ja, ich bin ja nicht blöd. Dieses nächste Board hat ziemlich viele Schalter, vielleicht sollst du sie alle umlegen. Ja, sollte ich auch. Weil, ich bin doof, alle umlegen. Flashbang. Ja, es sind Endgates, die zu Endgates kombiniert sind. Also so, und dann haben wir hier wieder einen Input, dann haben wir hier einen Input und dann so. Und dann alle bis auf den unteren. Sonst gehen wir in die Luft. Okay, das heißt, das ist jetzt eigentlich total unnötig, das so zu machen. Zumindest in dem Kontext, aber es funktioniert. Das letzte Board war ziemlich einfach. Hier ist ein bisschen eine herausfordernde Bombe. Oder eine Bombe, die etwas mehr herausfordert. Ja, epische Musik. Hier ist schon der eine Schalter, den ich auf gar keinen Fall durchlassen sollte. So. Ja. Wenn du einfach von Detonate rückwärts gehst, ist das bis jetzt das einfachste Spiel des Planeten. Okay, du schlägst dich ganz gut. Okay, ich schätze, du musst hier vielleicht ein paar Kabel durchschneiden und ein paar Schalter umlegen. Aber wer weiß das schon, So, Detonates. Hier sind Fingerabdrücke aus irgendwelchen Gründen. Das müsste schon reichen, dann kann sie auf gar keinen Fall hochgehen. Das müsste halt schon, jetzt kann ich einfach alle Schalter umlegen, wie es mir passt, jo. Wenn du einmal verhindert hast, dass der Strom zu detonieren fließen kann, kannst du im Prinzip machen, was du willst. Du kannst deinen Kopf auf die Tastatur schlagen und du entschärfst das blöde Ding. Okay, das Ding ist echt eine Herausforderung, das garantiere ich dir, aber keine Panik, du kriegst das schon auf die Reihe. Das hier durchzuschneiden wäre zu einfach, oder? Okay, jetzt brauchen wir nur noch A. Welcher? Wenn ich das mache, fließt aber auch Strom hier durch und wir gehen in die Luft. Das ist ein Problem. Okay, das ist das erste Mal, wo ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Wenn ich den umlege, gehen wir hoch. Nee, tun wir nicht. You sure? Bist du sicher? Das hier ist die Verbindung, die weg musste. Weil das sonst fließt der Strom eben hier durch und hier unten und wir gehen hoch. Wenn ich das aber kappe, macht es keinen Unterschied für die LEDs, die schon an sind, sondern verhindert nur, dass wir in die Luft gehen. Guck mal, ich habe dir doch gesagt, du kriegst das auf die Reihe. Alles klar, rotierende Schalter. Mehr Komponenten kommen jetzt. Okay, kann ich da Strom umleiten? Ja, kann ich. Alles klar. Versuch das Display anzuschalten. So. You rock, ich bin der Beste. Ich weiß. Okay, versuch das Signal vom Inport zum Outport zu bekommen. Ist das Mucke? Das Ding spielt Mucke. Ja, das ist jetzt nicht so schwer, ne? Also, wow. Großartig, das Signal kommt durch. Okay, rotierende Schalter sind ziemlich cool. Schau mal, ob du dieses hier mit diesem Irrgarten klarkommst. Power können wir nicht machen. Detonieren. Muss ich aufpassen, was ich drücke, ansonsten gehen wir hoch. Okay, kann ich nichts machen. Dann schon mal so. Ich hab's kommen sehen. Achso, ich dachte, ich kann den vielleicht so drehen, dass es gar nicht durchgeht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen assi. Nee, ist es nicht. Es ist, choose wise, ja, entscheide ich. Mach ich's hier, gehen wir hoch. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als das Ding einfach in die Luft gegangen ist. Weil ich habe den Monitor super hell eingestellt.
weil ich eben krasses Gegenlicht habe. Ich habe jetzt einen anderen Monitor, der hier geht viel heller als der alte, der steht jetzt hier drüben. Und das ist halt wirklich, als werde ich geflashbangt. Sobald das Ding hochgeht, als landet wirklich, als kommt durch das Fenster in ein SWAT-Team und wirft eine Blendgranate genau auf meinen Tisch. Ich glaube nicht, dass man in der Facecam sieht, wie hell das ist. Das ist echt krass. Ich glaube, ich muss das ein Stück weit runterstellen. Das ist safe nicht gut für die Augen, du. Erwähle deinen Weg. So weit, so gut. Alles gut. Dann... anders geht's nicht, oder? Wenn ich es anders mache, gehen wir, glaube ich, hoch. Ja, nee, es geht nicht anders, glaube ich. Ich glaube, es geht nicht, dass ich hier noch Strom zu A bringen kann. Wenn ich den nach da oben schalte, haben wir unten keinen Strom. Ich kann effektiv nicht gewinnen. Wenn ich nicht den Strom wegnehme vom Board. Also vom Timer. Okay, cool, cool. Diese Bombe sieht sehr schwer aus, aber du solltest das schon irgendwie auf die Reihe bekommen. Okay, detonieren ist hier. Ich muss aufpassen, dass ich... Fang oben an. Okay. Du sagst es, ich fang oben an. Denn hier, noch gehen wir nicht hoch. Strom kann ich nicht wegnehmen. Dann könnten wir das hier rüber leiten. Dann sind wir schon mal bei B. Und jetzt brauchen wir C. Wo ich aber aufpassen muss, denn ansonsten jage ich mich in die Luft. Ich stelle den nach hier oben. Ansonsten kommt hier gleich Strom durch, wenn ich das mache. Oder auch nicht. Ich gehe auch so in die Luft. Okay. Du hast dich gerade selbst umgebracht. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich würde dadurch verhindern. Ach so. Weil hier das Kabel hat mich umgebracht. Das Kabel ist das Problem. Wenn ich das Kabel wegmache und so stelle, sollten wir das schon mal überleben. Alles gut, alles gut. Jetzt kann, glaube ich, fast nichts mehr schief gehen. Doch. So. Das Kabel ist es. Ich habe das Kabel noch gesehen, ich wusste nur nicht genau, was das Kabel macht. Jetzt haben wir es rausgefunden, das Kabel jagt mich in die Luft. Okay, großartig. Achte einfach darauf, dass du immer einen Schritt nach dem anderen gehst. Dann kannst du komplizierte Schaltkreise lösen. Okay, das hier ist der letzte Schaltkreis dieser Sektion. Das ist, der hier ist extra kniffelig. Ja, super. Strom können wir nicht unterbrechen. Spalte den Strom. Okay. Erstmal das geht. Dann B. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in die Luft sprenge, ja? So? Und dann ist B wieder weg. Ich bin kurz davor, mich in die Luft zu jagen, glaube ich. Noch ist alles gut. Okay. Spalte den Strom. Ich sehe es nicht. Na, bis jetzt habe ich es immer beim ersten Mal gesehen. Oder sofort. Ich sehe es nicht. Ich hab's. Okay, so schwer ist es nicht. Ich habe aber nur noch 25 Sekunden übrig, ne? Also, so schwer ist es nicht. Es ist nur verwirrend wegen den ganzen blöden Drehschaltern. Aber es ging. Okay, das waren logische Schaltkreise. Jetzt kommen Kombinationsrätsel. Okay, da ist dann alles auf einmal dabei. Oder, was gibt's noch? XOR? Okay, hier Capacitors, also Kondensatoren, Gleitschalter, alles klar, Pulsgenerierung, also hier im Impulsgenerierung quasi, Timers and Detonators, also Timer und Zünder, Feedback-Schleifen und Flipflops. Integriertem Speicher noch. Das ist ja krass. Ich würde aber einfach mal sagen, das war es für dieses Mal hier bei Bomb Squad Academy. Schreibt mir gerne unten drunter, ob ich mehr davon spielen soll. Ich muss sagen, das ist richtig, richtig cool. Ich denke, das wird irgendwann noch extremst komplex. Die Bombe gerade eben, das ging, aber ich glaube kaum, dass das jemand beim ersten Versuch schnell hinbekommt, wenn dann so wie ich so mit 30 Sekunden übrig, weil, wie gesagt, es ist nicht schwer. Du musst nur erstmal verstehen, wie es funktioniert und dann kannst du es im Prinzip ganz einfach machen. Aber dann später gibt es anscheinend noch irgendwie so Mikrocomputer, die dann Speicher haben, wo dann noch irgendwas speichert, was du auch brauchst, um das Ding zu entschärfen. Also ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Ich muss aber sagen, ist extrem cool, macht extrem viel Spaß und dieser Big Brain Moment,
wenn man es dann schafft, so eine Bombe zu entschärfen. Das ist schon geil. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, im Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich weiß jetzt auch, warum es keine echte Uni gibt, wo man sowas hier studieren kann. Die müssten einfach ständig ihre Häuser neu bauen.